Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren heißen, super heißen Folge. Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und die Party geht einfach mal weiter. Und was jetzt aber aufgehört hat, ist in jedem Fall mein Urlaub, leider. Jetzt gerade, wo wir so cooles, was heißt cooles Wetter, schönes Wetter haben. Ist aber nicht so schlimm, läuft ja nichts weg. Es ist den ganzen Tag irgendwo bullenheiß und man kann ja in den frühen Abendstunden auch noch was Nettes machen. Aber was wollen wir eigentlich heute machen? Wir wollen heute noch mehr Party machen, denn Supercell hat uns eine Truppe gegönnt, die jetzt mal wieder Einzug hier ins Spiel gefunden hat. Also zum 8-jährigen Geburtstag von Clash of Clans geht die Party hier Richtung Party King in jedem Fall weiter mit dem Party Magier. Also wirklich coole Truppe, habe ich mich auch drauf gefreut, muss ich sagen. Ich habe ihn jetzt auch schon ein paar Mal ausgebildet. Der Party Magier, wofür ist er eigentlich gut? Ich meine, ich habe jetzt schon mehrere Stimmen heute Morgen mal sammeln können. Der ein oder andere sagt auch, nehmt den Party Magier zum Clean-Up, denn der ist schneller als der normale Magier, sodass man nicht unbedingt in ein Zeitfeld läuft oder so. Aber schön gemacht, beziehungsweise schön gestylt hier. Irgendwie erinnert mich das immer so ein bisschen an jemanden direkt von Supercell, weil der ja mal in so einem Kostüm war. Und aber wir wollen ihn in jedem Fall bespielen. Also wir machen Minimum 2 Angriffe hier. Kurzum, Ligasprung kann ich nicht mehr machen. Ich glaube, alle sind im Moment froh, dass die Liga vorbei ist. Und hier beim Clan Spätzle mit Soße sind wir nicht aufgestiegen. Wir sind nicht abgestiegen. Liga wurde also gehalten. Beim Clan Spätzle 2 sind wir aufgestiegen nach Champ 1. Beim Clan GSI sind wir Dritter noch geworden nach einem nicht so dollen Start. Haben wir uns aber nochmal aufgerappelt dort und haben noch den dritten Platz rausgespielt. Also eigentlich schönes Ding. Herausforderer, Free-to-Play und auch Deutschland-Ad. Sage ich vielleicht in den Livestreams was zu oder halt im Laufe der Woche, muss ich mal gucken, denn überall wurden schon Clankriege, glaube ich, wieder gestartet und ich kann euch A, nichts mehr zeigen und B, auch die Situation vielleicht nicht erklären. Ich meine, im Clan Deutschland-Ad gibt es nichts zu erklären. Das war einfach nur schlecht, was wir dort an Gegner bekommen haben. So will ich es mal sagen. Wir haben nicht schlecht gespielt, aber wir haben halt unsinnig starke Gegner gehabt dort in unserer Gruppe, beziehungsweise wir waren ja nicht so gut aufgestellt. Wir gehen mal rein und wie viel müssen wir eigentlich machen? Wir müssen ein paar Partymagier machen. Sorgt für eine kurze Zeit während der Jubiläumsfeierlichkeiten. Kurze Zeit ist gut, Supercell. 20 Tage, das ist ganz schön lang, aber die 150 Gems solltet ihr in jedem Fall mitnehmen, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Und es gibt hier unten auch nette Pakete. Bestes Paket ever ist natürlich die Schaufel, gar keine Frage. Wenn ihr euch die, ich meine 1,09 €, jetzt lass mal gerade gucken, was kosten denn eigentlich 50 Gems? 80 Gems kosten 1,09 €. Okay, wenn man sie sich jetzt also kauft und verkauft, macht man eher schlechtes Geschäft, ne? Okay, macht man eher ein schlechtes Geschäft. Bauanleitung, Buch des Bauens, das kann ich noch verstehen. Feinschliff ist auch in Ordnung. Club der Helden ohne Heldenbuch. Okay, vielleicht hat da der Entwickler oder so falsch gegriffen oder so, weil Club der Helden verbinde ich immer so ein bisschen mit dem Heldenbuch. Aber meine Helden sind ready. Wir können hier reingehen. Liga heute erst ein Angriff in der Defensive gehabt und dann gehen wir in der Offensive rein. Wir haben in jedem Fall 7 von den Magiern dabei und ich bin jetzt echt mal gespannt. Oh Gott, oh Gott, okay. So eine Base mag ich gar nicht. Die habe ich nämlich schon mal nicht geschafft. Ich muss mal eben gucken, was ich im... Okay, das habe ich da drin. Alles klar, die können wir da hinten eigentlich dann auch wegmachen. Es ist nicht so wirklich meine Base. Das wird wieder ein Einsterner, wenn ich nicht hier hinten irgendwo anfange, Leute. Es ist einfach so, aber... Ja, wir können mal auf der Seite, da sind die etwas stärkeren Helden. Da ist ein Single Inferno, okay. Eigentlich geht man von hier hinten vor, also über den Magierturm und über den royalen Champion. Das mache ich jetzt aber nicht, ich gehe von der Seite hier rein. Und, so, machen wir das mal so. Ich habe jetzt keine Ballons dabei. Ich muss mal eben sehen, wie die nochmal ticken hier. Ah ja, okay. Alles klar, jetzt weiß ich es wieder. Ich habe ein paar Mauerbrecher dabei, das ist natürlich cool, weil ich jetzt auch keine Supermauerbrecher mehr habe. Oh, das entgleitet mir da gerade schon, muss ich sagen. Okay, eieiei. Das entgleitet mir da gerade schon so ein bisschen. Und ich muss meine Queen eigentlich wieder zurückzwingen. Oder ich muss sie hier reinzwingen. Müssen wir mal gucken.
Oh, okay. Weder noch, würde ich sagen. Okay, weder noch, da müssen wir gleich Plan B ziehen. Ja, dann hätte ich gleich da unten anfangen können, alles klar. Da komme ich jetzt auch nicht mehr rein. Das läuft schon mal super hier beim Tutti, ne? Das läuft echt gut. Aber so läuft es öfter mal hier bei mir in der Lüre. Und dann müssen wir jetzt halt mit Plan B hier weitermachen. Komm, nochmal richtig was drauf da. Oh, das schafft die Queen nicht, ne? Musste ich sie schon zünden? Ne, ich musste noch nicht zünden, okay. Das ist natürlich nicht schlecht, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie ich jetzt weitermachen soll. Eieieiei. Und ich muss jetzt auch mal irgendwann vorankommen. Ich nehme hier erstmal meine Partys und nehme jetzt... Ja, jetzt muss ich schon so... Ich muss jetzt schon so reinkommen, Leute. Es geht schon nicht anders. Den muss ich mir mal aufbewahren. Und meine Queen ist jetzt schon ganz schön am Deckel da. Okay. Da kommt etwas Clanburg rein. Die zünde ich mal schon mal und wir lassen hier den hier rüberfliegen. Ich gucke mal, dass wir hier... Oh. Leute. Dass noch was wird, das wage ich zu bezweifeln. Eieieiei. Okay. Dann nehme ich die jetzt schon mal in die Pflicht da. Da wusste ich mir jetzt nicht anders zu helfen. Und wir kommen auch nicht zum Rathaus. Naja, okay, dann bleibt das ein Stern. Aber wir haben ja in jedem Fall gewonnen. 71%. Prozentmäßig gar nicht mal so schlecht. Jetzt lässt sich der... Wo ist eigentlich meine Queen? Ach, die eiert hier unten noch rum. Okay, ich hätte die Queen doch von unten schicken sollen. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Weil so war das jetzt wieder ein Griff in die Tonne. Naja, was willst du machen? Aber es wären ja noch ein paar Prozent. Und ich kann noch... so viel kann ich gar nicht mehr machen. Mal sehen, ob wir noch einen Scattershot mitnehmen für die Tat. Mache ganz, ganz viele von den Schleuderkatapulten oder Felsenwerferkatapulten, Schleuderkatapulten, irgendwie so. Okay, Zeit ist um 0, 79. Okay, aber gibt noch immerhin noch 13 Pokis. Ist nicht so schlimm. Ich hätte doch von der anderen Seite kommen sollen. Ich habe immer Schiss, den langen Weg zu gehen. Aber ich, also das macht mir jetzt nichts hier. Ich will das Event spielen um die 150 Gems. Das geht mir hier nicht um die Legende und ihr wundert euch wahrscheinlich, dass ich hier die Minen und Sammler nicht abräume. Das mache ich deswegen nicht, damit es hier in den Vorteilen so ein bisschen wächst. Ich meine, Gold dauert jetzt noch ein bisschen, bis ich da auf 18 Millionen bin, aber Elex bin ich schon mal runter und deswegen sammle ich das nicht auf. Ich lasse die einfach volllaufen und dann kann ich sie auch nicht mehr aufsammeln, beziehungsweise wenn ich dann wieder 18 Millionen habe, aber so ein bisschen soll in die Vorteile rein. Ich mache mal einen kurzen Cut und lass mal eben die Helden recken. Dann machen wir noch einen zweiten Angriff mit den Partymagiern. Ligamäßig, naja, okay, mit minus 9 starten. Der Tag fängt ja perfekt an, ist aber nicht, wie gesagt, ist nicht so schlimm. Es geht mir hier um den Partymagier, um die, dass die Party weitergeht, dass ich die Truppe bespiele, um mir hier die 150 Gems abzuholen. Okay, Freunde, wo waren wir stehen geblieben bei den 150 Gems, ne? Naja, okay, wir machen unseren zweiten Angriff, springen dann aber nochmal zu einem anderen Dorf, wo wir den Partymagier auch mal einsetzen, dann haben wir auch mal einen ganz kleinen Unterschied, was die Dörfer angeht. So, ich bin eigentlich ready. Jo, hat jetzt ein bisschen gedauert, aber ich habe die 7 Stück wieder dabei. Bin noch nicht wieder angegriffen worden, aber es ging mir ja nicht um die Legendenliga, sondern es geht mir ja dann doch eher um das Event. Oh Gott, ich mag dies überhaupt nicht. Ich mag das gar nicht. Aber hier könnten wir etwas reißen. Ich muss jetzt nur gerade mal überlegen, wie wir das am einfachsten machen hier. Am einfachsten ist, wir locken hier schon mal die Clanburg raus. Was da auch immer drin ist. Wir nehmen hier noch einen Magier. So, da haben wir schon mal ein Bömmchen ausgelöst. Da ist noch eine Falle, okay. Alles klar, Mädels. Dann gehen wir hier mal vor. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5. Oh, was kommt da alles auf mich zu? Was kommt dort alles auf mich zu? Das ist schon ziemlich viel gerade. Ah, okay, das sind jetzt nur ein paar Skelette. Das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Okay, wir lassen die Queen mal ein bisschen laufen. Aber damit mir die nicht ganz so abhaut, nehmen wir hier schon mal, glaube ich, so die ein oder andere Truppe mit rein. Hier nehmen wir mal 2 Magier. Jawohl. So, dann haben die ihren Teil auch getan. Und die Queen... Was macht die Queen da eigentlich? Ach, die macht immer noch die kleinen Skelette. Okay. Da haben wir jetzt schon ziemlich viel Zeit verbaselt gerade. Okay.
Aber es soll hier jetzt über die Klönburg reingehen. Vielleicht nehmen wir das doch so. Eieieiei. Aua, aua, aua. Aua, aua, aua. Das ist aber ein bisschen viel jetzt gerade, wa? Das ist jetzt aber gerade ein bisschen viel. Und hier versuchen wir mal rüber zu springen. Oh nein. Wieso habe ich da jetzt meine Kaserne nicht gesetzt? Ey, Mann, Mann, Mann. Manchmal bekomme ich die Sachen aber auch nicht wirklich raus hier. Aber erstmal alle Fallen auslösen da. So, okay, dann kannst du jetzt doch reingehen. Wir nehmen die Partytypen hier mit rein. Die vier Bowler. Ich habe wieder die Truppen wieder nicht rausbekommen. Das ist echt nicht gut, Leute. Das ist wirklich nicht gut. Und einmal gewutelt. Immerhin haben wir schon mal den Stern, die laufen da jetzt noch ein bisschen rum. Ein paar könnten vielleicht noch reingehen, aber das Schleuderkatapult hier ist auch ziemlich stark. Und ich kann die aber jetzt schon mal in die Pflicht nehmen. 33% sieht zumindest schon mal von den Sternen ein bisschen besser aus. Ist zwar wieder ein bisschen dahin gekrampft, aber ich zünde hier mal den Royal Champion. Der ist nämlich in der Mitte, habe ich jetzt gerade gesehen, und schafft den Adler leider nicht. Okay, dann haben wir jetzt zwar das Ganze, die ganze Zeit Adlergeballer auf uns, aber wir holen in jedem Fall, das müssten 2 Sterne werden. Das ist ja für mich in Ordnung. Und ich habe wieder 7 Partymagier eingesetzt. Das wird aber noch eine ganz enge Kiste, glaube ich, kann das sein. Da sind die, der Adler ist da drauf, 30 Sekunden. Ich habe am Anfang, glaube ich, beim Queen Walk ein bisschen zu lange gebraucht. Und da ist aber immerhin der 2. Stern drin. Aber ob das jetzt unbedingt mehr Pokale sind gegenüber den anderen Angriff, ja, so ein bisschen mehr sind es, aber auch nicht so ultra viel, 13 Sekunden. Und den Bogenschützenturm schaffen wir auch noch. Wunderbar. Und dann haben wir, was haben wir jetzt an Pokale denn bekommen? 17. Okay, dann haben wir jetzt plus 8 nach 2 Angriffen. Ist natürlich mau. Aber wir quicktrainen die in jedem Fall nochmal nach. Und ich habe jetzt im Moment, oh, das ist immer ein bisschen doof, weil ab und zu nehme ich ja doch mal eine Kaserne mit. Oder wechselt das Ganze. Deswegen müssen wir das so machen. Da. Okay, dann springen wir kurz mal in ein anderes Dorf und machen dort auch noch eine Attacke. Hurra, hier sind wir auf dem 2-Socken. Also kleiner Unterschied zu den Partymagiern hier, muss ich nur 6 Stück benutzen. Ich denke mal, je kleiner die Rathäuser werden, desto weniger muss man benutzen. Und mit 7 im Rathaus 13 Bereich, ich denke mal, auch bei Rathaus 12 ist so, genau weiß ich noch nicht. Ich bin jetzt eben auch erst ins Spiel reingekommen. Wir gehen hier mal beim 2-Socken rein. Er ist im Moment so ein bisschen Kampf gemindert, denn ich habe keine Queen. Meine Helden leveln jetzt vermehrt auf meinen etwas kleineren Accounts, vor allen Dingen nach der Liga. Und deswegen versuche ich natürlich weiterhin hier so ein bisschen Dunkles reinzubekommen. Das, ja, mal sehen, wann ich mit denen dann mal wieder einen Clankrieg spiele, denn wenn man, ich sag mal, normal farmt, dann kann man die Helden eigentlich bis zur nächsten Liga womöglich durchleveln, durchmachen, aber hier dauert es mir ein bisschen zu lange. Kurzer Cut. Ah, 2-6, den können wir mitnehmen. 2-6, den können wir mitnehmen. Den nehmen wir mal mit unseren Party-Magiern. So, welche Seite gehen wir denn? Helden sind bei dem Ausbau, wunderbar. Bohrer stehen dort und hat er nur 2. Naja, dann holen wir uns in jedem Fall, denke ich, in jedem Fall ist gut, den großen Pott hier und gehen hier mal mit den Riesen so ein bisschen rein. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Ein paar Party-Magier dahinter. Wir lassen uns auch jetzt keinen für ein Clean-Up. Das brauchen wir nicht. Oh, was ist das? Ah, Clanburg. Eieieiei, hatte der da echt Clanburg? Okay. Der hatte da echt mal Clanburg, alles klar. Was ist das? Ach so, ich hab ja selber hier noch so ein paar Loons, wahrscheinlich noch aus dem Event. Eine Truppe noch Cleanup. Ah, sieht gut aus. Das sieht ganz gut aus, dass wir dort den dicken Pott hoffentlich bekommen. Ich heile hier nochmal meinen dicken so ein bisschen durch. Denn ich habe, glaube ich, jetzt keinen. Habe ich da noch einen Päcker irgendwo drin? Dann nehmen wir die nochmal in Wut hier. Würde ich sagen, die sind da. Der Dicke knüppelt mir das Lager fast down. Okay, nicht ganz, aber wir haben das Dunkle fast bekommen.
Jo, so funktioniert das. Und hier hinten können wir einsetzen. Ihr seht, Gold und Elex brauche ich nicht wirklich. Aber machen wir mal noch so ein paar Gebäude hier. Wir lassen den mal auslaufen, bis wir keine Truppe mehr haben. Denn ich habe hier auch mit den Accounts im Pass noch nicht das Spiel fertig. Mache, glaube ich, 1000 Gebäude. Deswegen lasse ich das immer auslaufen. Ich glaube, wenn man das Spiel beendet, dann läuft der Kampf auch im Hintergrund aus. Aber wie das dann mit den Gebäuden ist, das weiß ich nicht. Deswegen gucke ich mir die Kämpfe eigentlich an. Ich bin eigentlich nicht so jemand, der dann einfach das Spiel schließt und sagt, naja, Angriff ist eh gelaufen. Ich brauche jetzt nicht mehr. Wir haben bis auf 93 Dunkles alles bekommen. Also der Bohrer hier hinten hat noch ein bisschen was für uns. Aber das ist jetzt auch nicht so das Wahre. Und unser Päcker schafft den X-Bogen leider auch nicht mehr. Ist ja auch eine Tat. Also haben wir hier in jedem Fall ein paar Gebäude gemacht. Haben hier den Bonus drin. Die trainieren wir nochmal nach. Und habe jetzt hier, ja, hab ich immer noch nicht gemacht. Ihr seht, bin nicht so ultra aktiv auf diesen Accounts. Ich habe jetzt nur Liga gemacht. Meistens nur mal meinen einen Angriff. Habe nachtrainiert. Mehr nicht. Ich hoffe, das war jetzt nicht so schlimm. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen geschafft hier. Und ich denke mal, in 20 Tagen easy peasy 20 Angriffe hier zu machen. Pro Tag ein Angriff, würde ich sagen, oder? So einfach kann man es machen. Ich hoffe, ihr macht ein paar mehr Angriffe oder seid vielleicht schon fertig mit dem Event. Schreibt es mir unten rein, nur wenn ihr Lust habt. Wenn ihr keine Lust habt, lasst es sein. Die nächsten Tage habe ich eine kleine Umfrage auf YouTube, denn oben in der Infokarte gibt es ja keine Umfragen mehr. Deswegen mache ich die in dem Community-Tab. Aber da lasst euch überraschen. Habt einen coolen Wochenstart. Heiß genug ist es ja. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute. Euer Toto. Clash.